Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Ende. Ja, wir müssen bei unserem alten Schluren hier mal ein bisschen Öl wegkriegen. Womit das zusammenhängt, kann ich nicht sagen. Er hat immer etwas mehr Motoröl drin, als das, was wir eigentlich aufgefüllt haben. Ja, das heißt, wir haben da irgendwie ein bisschen Diesel drin. Und das müssen wir zwischendurch mal rauspumpen, wenn der Peilstab das anzeigt. Ja, und das machen wir mit so einer selbstgebauten Ölabsauchanlage. Ja, ist total simpel. Ihr nehmt einfach eine... Runter. Und wie wir das Ganze absaugen, machen wir natürlich nicht mit dem Mund, ne? Nee, das machen wir nicht. Guckt es euch an. Ihr werdet es sehen. Bis gleich. Unser Ölstand, ne? Könnt ihr genau sehen. Ja. Also wir haben den aufgefüllt natürlich nur bis hier, ja. Also bis dahin, weil wir ja eigentlich wissen, er braucht immer ein bisschen mehr. Packt da was rein, ich würde mal sagen 10.000 Kilometer oder so, dann sind wir jetzt hier. Ne? So, jetzt haben wir ja hier ein anderes Mischungsverhältnis, also sorgen wir den jetzt wieder bis hierhin runter, ja, und füllen dann wieder auf. Den sorgen wir jetzt ab. Das ist unsere Ölabsaugflasche. Hier könnt ihr mal reingucken, das sind zwei Schläuche. Hier oben einfach mit so einem Kleber, ne, verschlossen, zwei Löcher reinbohren und dann hier rein, ja. Den drehen wir drunter, dann stelle ich die hier rein. Das klappt hier eigentlich schon immer ganz gut. Und dieses Kerbelchen, da sieht man schon, das ist ganz dunkel, das kommt da rein. Die Flasche kann nicht weg. Und jetzt hoffe ich, könnt ihr da auch in die Flasche sehen. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehme ich hier, wie ihr sehen könnt, einen Staubsauger. Halt den Schlauch hier rein. Tüdel ein bisschen Lappen umzu. Ja, so. Und da läuft das Öl, ne? So, prima. Jetzt muss ich natürlich darauf achten, dass ich den nicht zu voll mache, ja? Natürlich genau darauf achten, dass ihr das nicht hier oben durch diese Leitung raussaugt, ja? Aber es geht mit einer recht flinken Geschwindigkeit. Hat wenig Klärerei. Das reicht. Motor aus. Jetzt machen wir Folgendes. Halten den hier oben fest. Ich fasse immer ein bisschen drunter, dann habe ich auch gleichzeitig die Flasche. So. Jetzt habe ich den los. Ja, den halte ich hier rauf. Meine Flasche stelle ich nach unten. Und dies hier, das lege ich mir hier hin, damit das jetzt nicht ölt. Ölt aber nicht doll. Ist nicht viel, ne? Die Flasche ist jetzt natürlich dunkel, ja. Aber das läuft nach unten weg und dann hier wieder drunter fassen und hier drehen. Oh, mit einer Hand ist das immer ein bisschen schwierig mit dem Film, ne? Aber ihr seht hier, wie voll die jetzt ist, ja? So, hinstellen. Jetzt mache ich erstmal die Kamera wieder weg hier. Uiuiuiui. Also, ich bin hier am Absaug und wie ihr seht, fast in sauberen Klamotten. Also das ist eine total saubere Sache. Wo ihr natürlich drauf achten müsst, ist, dass der Wagen warm gefahren ist, weil dann ist das Öl flüssiger. Ja? Wenn der Wagen schön warm ist, dann kommt das besser rüber. Also kommt das Öl besser durch die Leitung, meine ich. Ne? Hingestellt und den Schlauch habe ich hier oben mal so ein bisschen drunter geklemmt. Nicht, dass er zu ist, so dass das Öl hier im Moment so ein bisschen zurücklaufen kann, damit ich den Schlauch wieder sauber habe. Das ist ja alles noch warm. Das lassen wir hier so. So, unseren alten Schluren. Jetzt gucken wir mal, was wir an Öl noch drauf haben. Wir haben jetzt ungefähr 3,5 Liter rausgenommen. Ich glaube, so 4,5 Liter hat er drin. Infolgedessen dürfen wir jetzt fast nichts mehr sehen. Nichts mehr drauf. So, jetzt packen wir wieder Öl nach. Da ist auch kein Wasser drin, ja. Das ist ja immer so die nächste Sache. Der riecht auch gut. Der riecht gut. Der riecht nicht doch nach Diesel. Nee, nee, nee. Alles gut. Alles gut. So, Trichter rein. Hier haben wir drin 3 Liter. Die sollten auf jeden Fall reichen. So viel hat er nicht drin, der Kleine. Ne? Ist ja kein Geländewagen. Ja, da soll er wieder stehen. Das macht er auch so gute Mitte. Ne? Ich würde sagen, da oben in der Ecke, da könnt ihr uns abonnieren. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, empfehlt uns weiter, teilt das. Ganz einfach, simpel, mit so einer kleinen Flasche, Glasflasche drauf achten. Glasflasche, Kunststoff geht nicht, ne? Zieht sich zusammen, ist klar. Kleine Glasflasche,
Und dann klappt das. Ich wünsche euch was. Bis denn, munter bleiben. Osterhände. Tschüssi.